Hallo liebe Freunde analogen Unterhaltung. Hallo. Trotz Sommerpause, ein bisschen Videos gibt's hier noch bei uns und heute haben wir ein schönes Teil hier für euch, der Andreas und ich, nämlich wir waren auf Ermittlerjagd. City of Angels, ja. Auf Deutsch, endlich, bei Pegasus rausgekommen. Ursprünglich Fun Rider Games. Sie sagen hier ab 16. Tja, vielleicht, weil sie meinen, das ist irgendwie so brutal. Ja, hier wird schon irgendwie Krimi-Noir-Stil, hier wird geschossen, ermordet, alles, was dazugehört. Von der Schwierigkeit würde ich sagen, ist es nicht mal ab 16, aber da können wir vielleicht im Fazit nochmal drauf eingehen. Genau. Dauer 30 bis 150 Minuten, wenn ihr also richtig schnell und gut ermitteln könnt, schon bei Columbo viel geübt habt, seid ihr schnell durch. Wenn ihr eher so wie wir seid, braucht ihr ein bisschen länger. Kommt drauf an, genau. Und das Ganze 1 bis 5 Spieler, genau, man kann das auch tatsächlich solo spielen, da gibt es ein extra Buch auch zu. Ja, man kann solo spielen, wobei, das kann man gleich noch wegschicken, dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Nee, ne? Und man das will das gemeinsam erleben. Sonst hat man da auch, spoilert man sich da eigentlich runter und dann kann man es ja auch nicht mehr so richtig zu sagen. Also das finde ich, kann man vernachlässigen. Ja, die Anleitung sagt ja sogar, dass man, es gibt ja dieses tolle Prinzip, dass man einen Stichel hat, der den Ermittlern das Spielprinzip erklärt oder den Fall sozusagen, die Hinweise gibt. Und in der Anleitung steht ja sogar am Anfang, dass der Stichel, der die Fälle spielt, es einmal solo gespielt haben soll, damit er dann im Fall die Ermittler noch auf falsche Fährten locken kann. Ja. Ob man das wirklich tun muss, ob es nötig ist, würde ich sagen. Gleich im Fazit. Erzählen wir euch gleich. Genau, es gibt jetzt erstmal kurz die Regel. Ich finde tatsächlich relativ einfach. Also Sie sagen ja hier Kenner, ne, ab 16. Ja, mal gucken. Da können wir nachher drüber reden. Aber ich finde, die Regeln sind nicht schwierig. Relativ kurz sogar, sozusagen von der Umfang her. Kriegt ihr kurz erzählt und dann gibt es natürlich das Fazit. Hier seht ihr das wunderschöne Spielbrett von City of Angels. Wir haben hier jetzt den ersten Fall aufgebaut. Es gibt immer so eine schöne Einführung, die auch jeder Spieler in seiner Ermittlerakte hat. Kann man sich auch vorlesen lassen. Und da wird dann halt gesagt, was hier aufgebaut gehört. Das Spiel letztlich wird gesteuert hier oben durch diese Kartenreihe. Das sind die sogenannten Fallkarten. Ist hier nummeriert von A bis L. Und ja, hier ist es eben so, bei diesem ersten Fall Blut auf der Pier, dass diese Fallkarten A bis D schon aufgedeckt werden. Das komplette Material für so einen Fall kommt hier in so einer coolen kleinen Schachtel. Da sind wirklich alle Sachen drin, steht auch drin, wie viel es ist. In dem Fall beim ersten Fall sind es 7 Fallkarten, 5 Antwortkarten und 9 Durchsuchungskarten. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Stichels, das ist im Prinzip so der Spielleiter. Er ist eigentlich auch dafür da, es sozusagen den Ermittlern etwas schwerer zu machen, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt wirklich der Gegner ist, sondern ja, er leitet halt das Spiel und wird sich dann eben, wird im Prinzip die ganzen Charaktere und Verdächtigen steuern. Und er bekommt dieses ganze Material, aber die Einführung sagt eben, dass von diesen 7 Fallkarten eben jetzt hier schon 4 aufgedeckt werden sollen. Dazu wird auch gesagt, wer das natürlich ist. In dem Fall gibt es hier so ein Opfer, ja, die Sally Foot, die soll auf die A. Dann gibt es hier 3 Verdächtige, der Charlie Max, Dum DiCaprio und Didi Caprio. Wobei hier der Didi Caprio, der soll auf seine Fallkarte gestellt werden, hier ist ein Aufsteller, weil sein Aufenthaltsort einfach noch nicht bekannt ist. Die anderen beiden, ja, die sind schon an bestimmten Orten hier auf dem Spielfeld. Das heißt, wir wissen schon, wo die sind und können die dann auch eben aufsuchen und befragen. Die Ermittler haben auch so Standfiguren, die werden dann später einfach beliebig auf einem Polizeirevier, können die starten und wir bewegen uns dann einfach hier über diesen Spielplan und führen Aktionen durch. Und das ist eigentlich relativ einfach. Wir können uns halt bewegen, wir können Verdächtige verhören, wir können Verdächtige durchsuchen, wir können Orte durchsuchen. Es gibt auch einen Tatort. Hier unten ist der markiert hier. Also man kann zum Beispiel auch da hingehen und den Tatort durchsuchen. Man kann auch einfach aussetzen, um einfach Geld zu generieren. Also man hat immer 4 Aktionen und wenn man einfach nichts macht, dann kriegt man einfach ein Geld. Oder man kann sich an bestimmten Orten auch mehr Geld besorgen. Hier diesen zwielichtigen Orten, das sind diese orangen Orten. Wenn man dort ist, kann man eine Aktion machen, Schutzgeld erpressen, dann kriegt man so viel Geld, wie Mitspieler am Tisch sitzen. Also einfach eine Aktion, wo man mehr Geld generieren kann. Wofür wir das Geld brauchen, dazu komme ich später. Kurz zur Bewegung, auch relativ einfach. Ja, mit einer
von meinen vier Aktionen kann ich eine Bewegung durchführen. Und eine Bewegung bedeutet immer, dass ich, man sieht hier diese verschiedenen Bezirke auf dem Spielplan. Hier dieser blaue Bezirk, der zentrale Bezirk und dann gibt es hier noch drei weitere Bezirke. Ich kann mich einfach innerhalb von einem Bezirk an einem beliebigen Ort bewegen. Also zum Beispiel mit einer Aktion, einer Bewegungsaktion könnte ich mich jetzt hier zu diesem Person hier hinbewegen. Um in einen anderen Bezirk zu gehen, muss ich halt mich an einen so einen Grenzort bewegen. Und dann kann ich wiederum natürlich mit einer Bewegung, wenn ich mich an so einem Grenzort bewege, kann ich mit einer Bewegungsaktion natürlich sowohl irgendein Feld in diesem Bezirk als auch in diesem Bezirk erreichen. Also sprich, um jetzt mit dieser Person hier zum Beispiel dahin zu kommen, bräuchte ich 1, 2, 3 Bewegungen. So ist einfach die Bewegungsregeln. Also auch hier recht einfach, schnell verstanden und man ist hier auch relativ beweglich. Jeder Spieler hat auch hier ein wunderschönes Tableau. Man sieht ja auch, man hat hier 4 Aktionssteine und hier sind auch diese ganzen Aktionen, die ich jetzt schon erzählt habe. Und man kann dann einfach hier die Aktionssteine benutzen, um seine 4 Aktionen dann hier schön sich zu erinnern, was habe ich denn schon so gemacht. Dann hat man Geld, wie gesagt, das kann man für bestimmte Zusatzaktionen nutzen. Die sind hier oben abgedruckt, nämlich man kann einen Schläger anheuern, man kann einen Ermittler sozusagen aufsuchen und dann gucken, was der schon so vielleicht für eine Karte gefunden hat. Man kann einen Spitzel anheuern, das ist im Verhör von einem gegnerischen Spieler, oder man kann bei einer Polizeistation sich eine Sache angucken, die bereits ermittelt wurde. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an, aber wenn wir gleich zum Verhör gehen, dann wird es auf jeden Fall einfacher werden. Außerdem haben wir hier noch so Marker, das brauchen wir, um, wenn wir bestimmte Karten sozusagen schon gelesen haben, aber die Mitermittler haben die noch nicht gelesen, dann werden die verdeckt aufgelegt und die Marker zeigen dann an, dass ich das aber schon weiß und eben, mir auch jederzeit wieder angucken kann. Dann habe ich noch so einen Lösen-Button, den kann ich einfach einsetzen. Bei den meisten Fällen ist es einfach so, dass man jederzeit lösen kann und der zuerst natürlich richtig löst, der hat das Spiel gewonnen. Wenn du natürlich einmal falsch löst, dann bist du erstmal raus, müssen erstmal alle anderen haben dann eine Chance zu lösen und ja, hat quasi nur erstmal nur eine Möglichkeit zu lösen. Und dann haben wir noch diese Hüte, das sind die sogenannten Druckmittel. Da kommen wir auch gleich zu, die kommen dann auch im Verhör zum Tragen, genauso wie hier diese Bestechungsmarker. Was passiert jetzt hier wirklich während des Spiels? Wie gesagt, wir bewegen uns hier durch die Stadt und befragen Verdächtige, untersuchen die oder untersuchen bestimmte Orte. Fangen wir mal mit dem Ort an. Wenn jetzt einfach hier zum Beispiel jemand sich hier in den Tatort bewegen würde, dann würde es natürlich viel Sinn machen, diesen Tatort zu untersuchen, wäre eine Aktion. Der Stichel wiederum hat bestimmte Karten für Durchsuchungen und zum Beispiel hat er auch eine Karte hier für den Ort 99. Und wenn eben der grüne Spieler diesen Ort durchsucht, dann kriegt er diese Karte, darf lesen, was da drauf steht. Und bei diesen Ortsdurchsuchungskarten gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder hier steht archiviert oder nicht. Wenn archiviert draufsteht, bedeutet das, dass die Karte, nachdem da jemand gesucht hat, ins Archiv kommt. Was einfach nur heißt, dass man diesen Ort sozusagen nicht nochmal durchsuchen kann, weil in diesem Fall ist es so, dass der Ermittler hier Zugriff auf eine neue Fallkarte erhält, nämlich Fallkarte E. Ja? Und das ist im Prinzip einfach die ganze Information, die man hier durchsuchen hier gefunden hat. Also es macht keinen Sinn, da nochmal zu suchen. Und hier kommen jetzt auch diese Marker ins Spiel. Das heißt, nur Spieler Grün hat eben die Fallkarte E schon gelesen, die anderen Spieler noch nicht. Es gibt auch den Fall, dass eben die Karten nicht archiviert werden. Dann kann man einfach das nochmal durchsuchen und der Stichel gibt dann auch den anderen Spielern diese Karte. Aber in dem Fall ist es eben unsinnig. Trotzdem können die anderen Spieler diese Information bekommen auf 2 Arten. Zunächst mal ist es so, dass man immer so einen Marker hier auf die Rundenanzeige legt, nach 3 Runden. Hier wird jetzt der Marker E, weil das ist ja die Karte E, gelegt. Und nach 3 Runden wird die einfach automatisch allen Ermittlern zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann einfach warten. Nach einer gewissen Zeit wird man diese Information auch
mitkriegen. Oder, und da kommt jetzt schon wieder das Geld ins Spiel, man kann tatsächlich zu einem Ermittler aufs gleiche Feld gehen, $2 bezahlen als Zusatzaktion und dann kann man sich auch eine Karte angucken, die der andere Ermittler schon kennt und man selber noch nicht. Alternativ kann man auch nicht einfach zu einer Polizeistation hinlaufen und $3 bezahlen. Auch das ist möglich. Und da kann man auch sich eine Karte angucken für die $3, die jemand anderes schon ermittelt hat. Das heißt also, auch wenn es so ist, dass eben eigentlich fast alle Informationen immer nur dem jeweiligen Spieler zur Verfügung gestellt werden, es gibt immer Möglichkeiten, da doch ranzukommen, entweder über die Zeit oder eben über Geld. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man natürlich zu Verdächtigen hinläuft, zum Beispiel zu denen, und man könnte den jetzt auch durchsuchen, also so eine Art Leibesvisitation machen. Und auch hier gibt es dann hier so eine Durchsuchungskarte, die wird jetzt auch archiviert, ich sage euch aber jetzt nicht, was da passiert. Auch sehr schön gemacht, passiert dann auch irgendwas, wenn man die eben durchsucht. Also Orte durchsuchen und Personen durchsuchen ist auch relativ simpel, da kriegt man dann einfach eine Information oder eben nicht. Komplizierter und letztlich auch so ein bisschen das Zentrum des Spiels sind aber die Verhöre. Und wenn man eben bei einem Verdächtigen ist, dann kann man eben auch mit einer Aktion ein Verhör starten. Und die Verhöre funktionieren so, dass man jetzt die jeweiligen Verdächtigen nach jeder Fallkarte befragen kann, die man kennt. Das bedeutet, der rote Spieler könnte jetzt hier diesen DiCaprio, ja, könnte ihn fragen nach dem Opfer. Er könnte ihn fragen hier nach dem Charlie Max, er könnte ihn auch fragen nach dem DiCaprio. Er kann ihn noch nicht nach der Fallkarte E befragen, weil die kennt der rote Spieler noch nicht. Der grüne Spieler könnte aber auch, er kennt ja die Fallkarte E, den DiCaprio auch nach Fallkarte E befragen. Dazu hat auch jeder Spieler hier so ein ziemlich cooles Übersichtsblatt, wo man hier sieht, hier links schreibt man die Verdächtigen hin. Also in dem Fall gibt es ja nur 3 Verdächtige, Charlie, Mark, Dom DiCaprio, Di DiCaprio. Und hier oben würde man alle Fallkarten hinschreiben. Das heißt, Spieler Grün hätte jetzt hier bei E auch schon was eintragen können, je nachdem, was auf der Karte draufsteht. Und dann kann man sozusagen die Antworten, die man bei den Verhören kriegt, dann auch hier jeweils eintragen, um sich eben Notizen zu machen. Jetzt würde man, keine Ahnung, nur als Beispiel, in Dom DiCaprio würde jetzt Spieler Rot, fragt den nach dem Opfer. Dann erfährt er da irgendwas, dann kann er das hier eintragen. Der grüne Spieler könnte den Dom DiCaprio auch nach Karte E befragen, dann würde er das hier eintragen. Also das ist eigentlich ein ziemlich cooles Prinzip auch, um eben sich Notizen zu machen. Was passiert jetzt beim Stichel? Weil der Stichel, das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Stichels, der muss bei den Verhören entscheiden, welche Antworten er gibt. Dazu hat er einen ziemlich coolen Übersichtplan. Ich weiß, es ist ein bisschen gespoilert, aber ihr guckt einfach, es ist ziemlich weit weg. Ich denke, ihr werdet eh nicht alles lesen können. Er hat jetzt hier für die 3 Verdächtigen die Antworten. Und er hat schwarze Antworten, er hat rote Antworten. Die schwarzen Antworten ist immer die Wahrheit. Die roten Antworten sind Lügen. Teilweise hat er sogar mehrere rote Antworten, kann er sich dann aussuchen. Und ja, der Stichel, wenn jemand befragt, kann frei wählen, was er antwortet. Jetzt ist es natürlich so, dass, klar, wenn man natürlich immer die Wahrheit sagt, dann würde man es den Ermittlern relativ leicht machen. Man will eigentlich versuchen, vor allem es ihnen schwer zu machen. Und dazu will man natürlich auch ihnen ab und zu mal eine Lüge unterjubeln. Jetzt gibt es hier diese Antwortkarten, das ist ziemlich auch wirklich sehr aufwendig und schön gemacht. Man kann sich dann eine bestimmte Antwort aussuchen, die hat eine bestimmte Nummer. Die tut der Stichel dann hier so rein, der fragt ja gerade den Dom DiCaprio hier so. Manchmal ein bisschen geht es nicht sofort rein, aber es ist wirklich eigentlich sehr schön gemacht. Und ja, und dann gibt man einem anderen dem Spieler, der fragt, genau diese Antwort. Und der liest sie dann auch heimlich, ja, und kriegt jetzt sozusagen diese Antwort von diesem Verdächtigen. Es ist aber nicht ganz so straightforward, weil bei dem Verhör kann man verschiedene Dinge machen. Als erstes muss man natürlich sagen, okay, wen möchte ich verhören und nach welcher Fallkarte möchte ich fragen. Dann muss sich der Spieler entscheiden, ob er ein Druckmittel einsetzt gegen diesen Verdächtigen. Das kann er aber tatsächlich nur, wenn er ein Druckmittel hat. Das bedeutet einfach, wenn man zum Beispiel den Dom DiCaprio befragt und man hat hier so einen Hut bei sich liegen, dann könnte man dieses Druckmittel einsetzen. Wenn man kein
Hut hier hat, kann man das natürlich nicht. Was bedeutet es? Wenn ich das Druckmittel, wenn ich schon ein Druckmittel habe gegen ihn und ich setze es ein, dann muss der Stichel mir die Wahrheit sagen. Da hat er gar keine andere Wahl. Wenn ich mich entschieden habe, ob ich wenn ich kein Druckmittel einsetze, dann kann wiederum der Stichel überlegen, ob er ein Druckmittel einsetzt. Dafür hat er auch hier so ein kleines Tableau. Er startet auch mit jeweils einem Druckmittel pro Ermittler. Und was bedeutet das wiederum? Ja, er hat da einfach zwei Möglichkeiten. Er kann ein Druckmittel einsetzen. Also wenn jetzt zum Beispiel der rote Spieler diesen befragt, könnte er einen roten Hut abgeben, der Stichel. Und dann könnt ihr einfach die Antwort verweigern. Das bedeutet einfach, er sagt, ich antworte gar nicht. Das bedeutet nicht, dass man diese Information nie bekommt. Es gibt nämlich die Möglichkeit, noch mit einfach einen Schläger einzusetzen. Da müssen die einfach zwei Geld bezahlen. Dann muss man dort trotzdem antworten. Letztlich ist es einfach dieses Verweigern nur ein Verzögern. Weil die Mitspieler, also die Spieler, Ermittler brauchen halt Geld dann dafür, um diese Antworten trotzdem zu bekommen. Nachdem man sich dann also überlegt hat, ob der Stichel ein Druckmittel einsetzt, entscheidet sich der Stichel für eine Antwort. Dann müssen sich die anderen Spieler entscheiden, ob sie einen Spitzel einsetzen wollen. Und das ist so, dass ein Spitzel kostet 3 Dollar und das bedeutet einfach, dass sie dann geheim so einen diesen Marker hier auf ihr Tableau legen. Und es gibt einfach zwei Marker. Es gibt einmal bespitzeln und einmal passen. Und es bedeutet einfach, ja, ich entscheide mich, setze ich einen Spitzel ein oder nicht. Und der Effekt ist einfach der, wenn ich einen Spitzel einsetze, dann muss ich 3 Dollar bezahlen und ich kriege auch die Information, die der aktive Spieler bekommt. Und das ist einfach hier so geheim, weil wenn jetzt mehrere Ermittler sind, dann kann es auch sein, dass man, ja, man will sich ja nicht in die Karten gucken lassen, dass die anderen Mitspieler nicht sehen, ob ich bespitzeln will in dieser Runde oder nicht. Auch hier kann der Stichel nochmal sein Druckmittel einsetzen, um die Bespitzelung zu verhindern. Auch das ist eine Möglichkeit des Stichels, seine Hüte einzusetzen. Dann kriegen die einfach auch, um sozusagen die auszubremsen, weil wenn man natürlich mithört, dann muss man nicht selber diese Befragung noch machen. So ist im Prinzip das Prozedere. Naja, und jetzt liest eben der aktive Spieler die Antwort und kann sich jetzt entscheiden, ob er es glaubt oder nicht. Wenn er es glaubt, war es einfach so, alle, die mit bespitzelt haben, können das auch lesen und dann hat sich das erledigt. Er kann aber auch sagen, ich setze jetzt ein Druckmittel, also einen von meinen noch verfügbaren Hüten und sage, ich glaube diese Antwort nicht. Wenn sie dann wirklich falsch war, muss der Stichel tatsächlich die richtige Antwort geben. Außerdem kriegt man jetzt seinen Hut auf die entsprechenden Verdächtigen. Das bedeutet, dass wenn ich ihn nochmal verhöre, zu einem anderen Thema zum Beispiel, könnte ich es wiederum einsetzen, um auf jeden Fall die richtige Antwort zu kriegen. Ja, bin ich allerdings, ja, war ich zu misstrauisch, der Stichel hat mir sogar die Wahrheit gesagt, obwohl ich es angezweifelt habe, ja, dann kriegt tatsächlich der Stichel den Hut und den kann er dann eben in anderen Verhören wiederum einsetzen, um wieder Antworten zu verweigern. Also es war dann so ein bisschen geblufft vom Stichel, er hat automatisch, hat gleich die Wahrheit gesagt, und wollte sozusagen nur so ein bisschen so einen Hut von uns herauskriegen. Es hört sich ein bisschen kompliziert an, man muss auch sagen, das ist die komplizierteste Regel des Spiels. Leider gibt es hier auch keine Übersicht. Das muss man am Anfang einfach in Ruhe durchgehen in der Anleitung. Also, ich befrage dich, nach was befrage ich dich? Setzt du ein Druckmittel ein? Setzt der Stichel ein Druckmittel ein? Wollen die anderen bespitzeln? Ja, nein. Dann kriege ich die Antwort, glaube ich das? Ja, nein. Setze ich dann Druckmittel ein? Kriege ich dann die richtige? Also, es ist immer das Gleiche und es ist auch nicht so kompliziert eigentlich, aber man muss am Anfang so ein bisschen hier den Ablauf verinnerlichen. Und im Endeffekt waren das nämlich auch schon die Regeln. Immer wenn alle Ermittler dran waren, geht einfach der Rundenzeiger eins runter. Wie gesagt, wenn der dann hier irgendwo hinkommt, wo so eine Fallkarte liegt, wenn die dann immer noch nicht allen Mitspielern bekannt ist, dann wird die einfach aufgedeckt, sodass eben alle die kennen. Und wenn wir ganz unten sind hier, wenn die Rundenzahl aufgebraucht ist, dann steht hier unten letzte Chance, das ist dann einfach so, dann darf jeder, bis dann immer noch nicht der Fall gelöst wurde, am Anfang wird es natürlich gefragt, was muss man rauskriegen, zum Beispiel, wer hat das Opfer umgebracht, ja? Und dann dürfen alle Ermittler nochmal, haben nochmal die Chance zu lösen und dann ist es halt einfach vorbei. Geht natürlich auch schon früher, man kann eben schon recht früh einfach versuchen zu lösen, wenn man dann richtig liegt, dann hat man auch gewonnen. Und es gibt dann noch in diesem Stichelbuch, das zeige ich jetzt aber nicht, damit ihr ja nicht gespoilert werdet, gibt es noch einen schönen Epilog, wo wirklich dann auch nochmal die Lösung des Falls genau beschrieben wird.
in diesem Stichelbuch ist eben auch nochmal schön alles aufgelistet. Was gibt es alles für wichtige Karten, Ortskarten, für Durchsuchungskarten und so weiter. Wenn man eben als Stichel sich das vorher alles einmal durchgelesen hat, dann auch den Epilog einmal vorher sollte man sich auch durchlesen, dass man wirklich weiß, was passiert hier. Man ist hier nicht, man sollte selber nicht überrascht sein, sondern man ist hier der Spielleiter und man will ja eben auch mit seinem Wissen sozusagen möglichst clever vielleicht auch mal die in die Irre führen, ihnen mal die Wahrheit sagen, obwohl sie denken, man lügt. Aber vor allem natürlich will man mal eine Lüge durchkriegen, weil normalerweise ist es halt so, wenn die Ermittler immer die Wahrheit erfahren und auch wissen, dass es die Wahrheit ist, dann ist es dann schon oft relativ einfach, zumindest zu wissen, worum es hier geht. Und dann geht, man muss natürlich noch die richtigen Orte durchsuchen, die richtigen Leute durchsuchen. Und dann hat man eigentlich auch den Fall im Sack. So, bevor es kurz losgeht, mit dem Fazit nochmal ein Hinweis, weil wir haben ja immer schon ewig lang, tragen wir immer diese Mr. Meeple-Shirts, ja, ihr wisst vielleicht auch. Und Socken, die seht ihr leider nur nie. Die seht ihr nie, nee, genau. Ich sag das nur, weil eben viele haben immer mal wieder so in den Kommentaren geschrieben, oh, was sind das für Shirts? Wir haben immer gesagt, ja, das sind die Mr. Meeple-Shirts, ja. So, jetzt haben wir endlich mal gesagt, das kann jetzt aber nicht so weit, wir machen jetzt mal wirklich eine kleine Kooperation mit den Mr. Meeple. Das sind coole Leute aus Polen, die wirklich Brettspiel... Ja, Klamotten, richtig, ne? Geil, Nerdstuff halt. Also sie haben mal Schals, Mützen, T-Shirts, Socken, was man sich wünscht. Sind coole, einfach coole... Always red, always green. Ihr kennt ja auch den Meeple, wo dann die ganzen Spiele drinstehen in der Form, ist immer dabei. Ja. Vielleicht kennt ihr ihn sogar von der BerlinCon, der war die letzten Jahre eigentlich auch immer dabei, wo ihr schon Sachen kaufen konntet von ihm. Genau, also er hat einfach coole Sachen, genau. Die Designs sind super, die Qualität ist auch gut. Und ja, und jetzt haben wir gesagt, wir machen mal ein bisschen mehr Kooperation und das bedeutet einfach, dass ihr jetzt einen Rabattcode hier habt über uns, nämlich den Rabattcode Hunter, den könnt ihr unten in der Beschreibung auch sehen, kriegt ihr 10% Rabatt. Wir bekommen natürlich auch immer eine kleine Provision, ihr wisst ja, wir machen es hier auch zum Leben, deswegen vielen Dank, wenn ihr es benutzt, aber ihr habt natürlich auch was davon und ich wollte auch nochmal dran erinnern, der Mr. Meeple, der macht auch immer Kickstarter-Kampagnen, hat schon 3 gemacht und die nächste steht in den Startlöchern, Mitte Juli geht es da los. Also da gibt es dann neue Sachen. Da sind wir jetzt nicht involviert, ja. Ne? Also da sind wir raus, aber wollen wir natürlich auch gerne unterstützen, dass er da coole Sachen wieder über Kickstarter neu macht. So, jetzt geht es aber wirklich los mit City of Angels und was meint denn der gute Andreas zu diesem wunderschönen Spiel? Wunderschönes Spiel. Als ich das aufgepackt habe und man hier eine Anleitung, ein Tutorialbuch, ein Ermittlerbuch, ein Stichelheft und ein Solobuch-Ding, dachte ich, oh Gott, ich mach die Kiste direkt wieder zu. Ich bin völlig überfordert. So viele Bücher, da hat man schon die ersten Kritiken gehört und alle haben gesagt, ja, das ist so richtig was für Rollenspieler. Ihr könnt als Stichel. Und ich dachte, oh Gott, muss ich jetzt erst eine Schauspielausbildung machen? Muss ich erst den ersten Fall richtig erstmal durchspielen, 3 Stunden lang? Überall steht, Achtung, nicht angucken, gefährlich. Und du bist sofort gespoilert und weiß alles. Und dann war ich total froh, dass der gute Hunter sich die Kiste genommen hat, ausgepackt hat, gelesen hat, meinte, ach, das ist ganz einfach im Spiel, jetzt hier mal runter. Und genau so ist es. Ich würde sagen, keine Scheu. Das ist wirklich alles gar nicht so schwierig. Es gibt hier zum Einstieg dieses wunderschöne Tutorial-Buch. Da ist einfach echt sehr einfach und easy erklärt, wie man das Ganze macht, wie die Sachen geführt werden. Man hat diese tollen Charaktere auf den ganzen Stanztableaus, wo man sich einfach nur die ausstanzt, die man irgendwie braucht. Man hat alles Material für einen Fall, so ganz genau, hier in der schönen Box, alles drin, was man braucht für den Stichel. Und der erste Fall ist auch ein Einsteigerfall. Der ist jetzt nicht für die 6 Stunden konzipiert, sondern mal zum Reinkommen. Wir haben es hier mal aufgebaut. 3 Verdächtige, 1 Opfer. Und dann ist es tatsächlich, that's what it is. Man hat jeder hier seine schöne Ermittlungsakte. Das ist für jeden das Gleiche. Da gibt es den Text. Der ist auch wunderbar eingesprochen von diesem 3-Fragezeichen-Sprecher. Also wirklich toll. Anfang und Epilog. Ja, auch nicht so langatmig, muss man sagen. Ich bin ja immer sehr kritisch bei diesen Sachen, wo ich nicht selber lesen darf. Und das wird dann so lange. Aber er liest es wirklich auch flott und mit Profi gutem. Halt. Ja, also das kann man sich wirklich, das ist wirklich ein Mehrwert. Oft sage ich, ja, das ist kein Mehrwert, lese lieber selber schnell. Genau. Aber in dem Fall würde ich sagen, ach, ist ganz nett, ist auch so ein bisschen eine Stimmung und so. Genau. Das ist schon schön gemacht. Ja, total toll. Und hier wird dann direkt irgendwie erklärt, wo sind die Figuren, also wo sind die Verdächtigen, wo treiben sie sich auf. Und dann, genau, dann kann man einfach direkt dorthin gehen, an die Orte, sie befragen mit dem schönen Raster. Das geht alles wirklich total easy. Und ich habe echt gedacht, so, macht es dann Spaß, als Stichel das zu spielen? Was hat man da zu tun? Muss man da richtig gut sein? Und wir haben beides gespielt. Ich finde, es macht beides Spaß. Es ist halt
das Tolle an diesem Spiel, dass es, wie ich tatsächlich finde, kooperativ wie kompetitiv funktioniert. Wobei wir tatsächlich vor allem kompetitiv gespielt haben. Aber es gibt genug Material, das es zu entdecken gilt. Wenn dann der, wir haben es halt in der Regel mit zwei Ermittlern und einem Stichel gespielt, wenn der Kontrahent, der andere Polizist, Dinge entdeckt, die man selber noch nicht gefunden hat, dann denkt man, oh Gott, ich muss hier schneller ermitteln, was hat er denn da rausgefunden? Und das passiert aber natürlich auf beiden Seiten. Als Stichel, finde ich, hat man immer auch Antworten, die natürlich richtig sind, wo man denkt, ah, gebe ich ihm die jetzt? Aber oft sind die auch immer gar nicht dann die Lösung des Ganzen, sondern das wirst du noch später erwähnen, dass man denkt, dass er sagt, ja, hier musst du jetzt auch selber rausfinden, wo dich da, das sind für dich, werde mich jetzt nicht selber beschuldigen. Und da muss man dann mal gucken, eben, will man diese Hüte kriegen, dass sich dann die bisschen gelogene Antwort gibt, die einen aber trotzdem auf eine Fährte führt und wirklich, da steckt eine Menge drin, was wirklich richtig Spaß macht. Und mir auf den ersten Eindruck erstmal, ich übergebe vielleicht mal an dich, bevor ich hier noch eine Stunde weiter erzähle, mir das wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich muss erstmal sagen, vorerst mal will ich vorweg schicken, das Material ist wirklich grandios toll. Ja, also das ist natürlich auch diese, hier muss ich wirklich sagen, dieses Vincent Dutrey-Stil, der passt hier so super. Alles ist wirklich hübsch gemacht. Super, auch fast schon, ja, verschwenderisch, ne, wie hier sozusagen eben für jeden Ort, für jeden Verdächtigen, der hier durchsucht wird, gibt's eine eigene Karte, ja, wo man dann, die man kriegt, die man wirklich hat, die man auch, wo man, also das ist wirklich, da wird nicht gespart und da wird auch die Größe der Kiste ist da irgendwie dann auch repräsentativ dafür. Also das ist wirklich toll. Da bleiben keine Wünsche offen, auf jeden Fall. Ja. Nochmal kurz zum Einstieg. Ich finde auch, es ist am Anfang ein bisschen erschlagend, aber es ist wirklich, da würde ich euch einfach raten, wenn ihr der Spielleiter seid so, oder derjenige, der eben dann so die Anleitung liest, dann spielt als erstes den Stichel. Lest euch, mein Rat ist, lest euch erstmal das Tutorial komplett durch, weil wenn ihr es dann verstanden habt, so ging es mir nämlich, wenn ihr beim Tutorial nur lesen verstanden habt, was passiert ist, dann müsst ihr das Tutorial nicht nachspielen, weil das Tutorial ist halt so aufgebaut, dass man quasi wirklich gemeinsam da sitzt und dann liest man, okay, und dann gibt das Tutorial wirklich auch den Spielern vor, was sie machen sollen, ja, damit man wirklich sagt, okay, und dann passiert das und dann sagt, macht der Stichel das und so weiter. Das hilft natürlich, wenn ihr am Anfang auf dem Schlauch steht und nicht versteht, was ist denn da, aber eigentlich ist es halt nicht so schwer und dann könnt ihr auch diesen ersten Fall ohne Tutorial einfach freispielen und die gleich machen lassen und natürlich auch als Stichel gleich aussuchen, was ihr antwortet und müsst diesen Vorgaben nicht folgen. Wollte ich nur sagen, aber natürlich, das muss man schon machen, man muss es halt vorher einmal lesen, auch verstanden haben, als Stichel, aber nur auch als Stichel, dann ist es kein Problem. Der Rest vom Spiel ist ja wirklich, ist wirklich simpel. Ja, es ist also einfach, man hat einfach diese paar Aktionen. Das Einzige, was eigentlich schwierig ist, ist dieses Verhörablauf, das habt ihr ja in der Regel auch gehört, das ist wirklich ein bisschen, das ist schon fast kontraintuitiv gelöst, finde ich, mit diesen verschiedenen Schritten und so. Und das, also und komischerweise, ich finde sonst nämlich, das ist der einzige Kritikpunkt, was ich am Material habe, ist, hier ist alles wunderbar alles toll, aber für den Ablauf des Verhörs hätte ich mir eine Übersicht gewünscht, weil das so schwierig ist für alle, selbst für den, also immer wieder auch als Stichel. Ich habe immer wieder nachgeschlagen am Anfang. Moment mal, welcher Schritt war nochmal? Okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, okay, ja, so, alles klar, ja. Und das sozusagen übersichtlich, das ist der einzige Kritikpunkt, was ich sozusagen vom Material habe. Und ja, was das Spiel selber angeht, ich bin halt so ein bisschen hin und her. Ich finde, auf der einen Seite ist es wirklich sehr, sehr schön. Es macht auch viel Spaß. Ich finde, das ist auch, das sind auch die, ich finde es schön, dass es nicht kooperativ ist. Also es ist originell in diesem Zusammenhang, dass wir eben unser eigenes Ding machen, dass wir, was wirklich toll ist, ist dieses, oh, der hat jetzt diese Fallkarte da gefunden. Verdammt, das möchte ich jetzt auch wissen, was das ist. Jetzt hatte ich kein Geld, ihm das zu, also, oder ich habe gespart, weil ich dachte, ach, so wichtig ist das nicht, die Frage, Blödsinn, ich habe jetzt nicht meine Bestechung eingesetzt. Jetzt könnte ich natürlich ihm zu ihm hinlaufen, auch Geld bezahlen, um das anzusehen. Oder ich warte zwei Runden, bis ich es automatisch sehen kann. Das ist wirklich ein cooles Prinzip. Ich finde es auch witzig, auch cool, dass es sozusagen du auch gerade dieses Dilemma hast. Du kannst nämlich auch warten. Vielleicht musst du nicht unbedingt. Du kannst auch sagen, okay, ich kann ja auch beobachten, was der macht. Plötzlich rennt er irgendwo hin, irgendeinen Ort, von dem habe ich noch nie gehört. Ich könnte ja einfach auch dahin gehen.
Ich sehe ja, dass er da hingeht. Ich weiß ja, da steht er drauf. Da ist er sicher, da steht drauf, er will da hingehen. Ich kann da einfach auch so hingehen und suche den Ort. Niemand zwingt mich. Man will ja auch nicht immer bestechen, weil da muss man wieder Geld einsammeln, ja, was auch so eine halb verschwendete Aktion ist. Und man will dann auch wirklich das da nur bestechen und also, blauschen. Genau, diese also wenn man denkt, das macht Sinn. Diese Dynamik zwischen den Spielern, die finde ich wirklich klasse gelöst, auch dass man unterschiedliche Informationen hat und so. Deswegen, ich finde, ich vermisse, also man kann es ja kooperativ spielen, aber ich persönlich sage wirklich auch, nö, ich finde es gerade, das macht es, das ist das Alleinstellungsmerkmal von City of Angel. Ja, total. Das ist wirklich schön. Aber ein Punkt, muss ich sagen, der mir nicht ganz so gut gefällt, ist tatsächlich wiederum, wie die Fälle hier eigentlich aufgespielt sind. Also zuerst mal zum Stichel. Du sagst auch, es ist gar nicht so schwer, stimmt, ja. Es ist wirklich auch nett, du musst auch kein Schauspieler sein, ja. Es ist gemütlich, ja, kann man mal sagen. Also natürlich kannst du Schauspieler, wenn du willst, aber das musst du nicht. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist, es ist sehr gemütlich. Das bedeutet, du kannst als Stichel halt einfach nicht so viel machen, ja. Du kannst im Prinzip nur hoffen, dass du ab und zu mit einer Lüge durchkommst, ja. Und du kannst schon, also du kannst manchmal auch, das ist schon ein bisschen so eine, du kannst versuchen, so wirklich die Leute zu beeinflussen, auch am Tisch, ne. Du kannst halt wirklich versuchen, dich so zu verhalten, dass sie dir vielleicht mal so eine Lüge glauben, ja? Oder die so auszuwählen, also wo du auch sagst, okay, wenn ich ihm jetzt das gebe, da ist auch so ein halber Hinweis drauf, dann kann ich hoffen, dass er wirklich denkt, das ist die Wahrheit. Aber der Punkt ist, und das ist mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel, glaubt dem Stichel einfach nicht, dann werdet ihr es schaffen, ja? Das Problem an diesem Spiel ist meinen Augen eigentlich nur, dass wenn man mal rausgekriegt hat, wie das funktioniert, also vor allem, wenn man selber mal Stichel war, das hilft enorm, ja, um rauszukriegen, wie dieses Spiel funktioniert. Also wenn ihr es den Leuten schwer machen wollt, dann seid Stichel und lasst die nie in diesen Stichelbuch gucken und lasst die immer komplett im Unklaren, dann wird es für die nicht ein, dann wird es auch spannender für die. Aber wenn du mal Stichel warst, dann merkst du natürlich recht schnell, wie immens stark es ist, die Wahrheit zu kennen. Weil die Wahrheit einfach die Wahrheit ist in diesem Spiel, ja. Und also beziehungsweise das ist wieder, auch wieder ein aber normalerweise ist es halt so, und es lohnt sich einfach fast nie, einfach auch nur das Risiko einzugehen, dass du vielleicht nicht die volle Wahrheit bekommen hast. Ja? Und das ist so ein Ding. Und das Zweite ist, es lohnt sich fast nie, die Wahrheit nicht zu verifizieren, weil wenn du den Hut abgibst, bist du ja auch sicher, dass du die Wahrheit kriegst. Und es lohnt sich auch fast nie, so dieses klassische, einfach, du hast auch nicht so viele Verdächtige, die nicht zu durchsuchen und nicht die wichtigen Orte zu durchsuchen. Und wenn du das beherzigst und konzentriert spielst, dann ist es halt, dann macht dieses Spiel halt eines, die Lösung ist halt in diesen Karten drin. Ja, und wenn du halt Glück hast und sag ich mal, auf dem Punkt bist und da keine Unachtsamkeit machst, dann bist du einfach relativ schnell auf der Lösung, und die ist halt auch wirklich, du findest den Beweis, ja, und du kannst es, und ich finde es ja auch irgendwo gut, aber es ist zweischneidig. Auf der einen Seite kann es einfach dazu führen, dass du relativ schnell weißt, was so los ist, das ist mir auch schon passiert, oder es kann einfach sein, dass du auf dem Schlauch stehst und aufgrund der Tatsache, weil du nur einen Typen einfach vergessen hast, du hast es auch wirklich vergessen und bist gar nicht so, ach Mist, ich habe ja den, sondern du hast es einfach nur vergessen. Und du fragst dich, Mensch, ich hab das doch alles, ich hab doch die ganzen Fallkarten durch, ich hab doch alles durch, wo soll ich denn jetzt noch hingehen? Und du hast einfach nur vergessen, einen zu durchsuchen. Da war der Hinweis halt drin, den du einfach gebraucht hast, um das Ding zu lösen. Ja, das muss man halt mögen. Ja, man muss sagen, dass wir bei diesen Untersuchungen, die wir hatten, das war immer genau das, dieses Verhör hat oft dann nicht zum Sieg geführt, weil eben dann hab ich mal vergessen zu zweifeln, dann hatte ich da den Hinweis, der hat mich irgendwo hingeschickt und dachte, das ist doch bestimmt die richtige Antwort. Oder sogar einmal, dass man dachte, hat sie jetzt angezweifelt? Ich habe ihr die Karte gezeigt, sie dachte, es wäre die Wahrheit, aber ich habe gesagt, nee, das ist die Lüge, und da gab es auch ein Regelverständnis. Aber ja, leider ist es vielleicht auch noch ein bisschen, war die zweite, dritte Partie, da kann sowas vielleicht so viel auch noch passieren, aber ich mag das trotzdem, weil es mir hier Möglichkeiten gibt, die ich in anderen Detektivspielen bisher so nicht kenne. Wenn ich irgendwie an Chronicles of Crime denke, ist es, ich mag das auch, aber das ist sehr viel Gescanne und sehr viel straightforward, wo ich einfach immer gucke, was passiert da, was ist los, wo komme ich da irgendwie hin und baue mir den Fall zusammen. Detective, deswegen hier, das heißt nur City of Angels, im Original ja Detective, weil es halt die Portal Games Variante Detective gibt. Es ist fantastisch. Es ist ein wahnsinnig opulentes, wahnsinnig Story ausgebautes Riesending,
was ich nie spiele. Ich möchte das immer spielen, ich spiele es nicht. Es ist mir einfach viel zu groß, ich komme da nicht zu. Ich habe da wirklich keine Zeit zu. Ich schaffe das nicht. Und es ist auch kooperativ. Man hat wieder 5 Leute am Tisch, die immer über das Gleiche rätseln. Es ist fast halt wie gemeinsam ein Buch lesen, was ich total schätze und sehr mag und auch wirklich eine tolle Sache finde. Aber das hier ist für mich ein sehr interessanter Fall. Bisher haben wir sie nicht so einfach und schnell gelöst. Ja, das stimmt. Vom Prinzip muss man es immer nur anzweifeln und sagen, es ist die Nichtwahrheit. Aber es hat dann trotzdem mal diesen Kniff, der einen irgendwie in die Irre leitet. Und das heißt nicht, dass man es trotzdem gleich löst. Ja, genau. Ich sag ja nur, es ist halt anders wie bei Detective, wo du halt, bei Detective hast du immer nur die Indizien und musst wirklich kombinieren. Hier geht es, du musst hier auch kombinieren, aber hier geht es natürlich im Endeffekt doch dann meistens darum, einfach den richtigen Move zur richtigen Zeit zu machen. Und wenn du den nicht machst, dann wird es schwierig. Ja, genau. Also, ich bin auch skeptisch, ob ich denn das gut finde als Spieler. Gibt es diesen Stichel? Spielte einer nicht so richtig mit? Mir fällt erstmal theoretisch keine kompetitive Variante ein, wie man es anders machen kann. Die wäre dann wieder mit App, was ich wieder nicht so unbedingt will. Und das ist ja wirklich toll, dass man das Material hat, dass ich das Buch habe und da auswählen kann und auch wirklich mal überlegen kann, gebe ich ihm jetzt nur den echt falschen Hinweis, er lockt ihn aber an einen anderen Tatort und er denkt dann vielleicht, es ist gut, weil man hat auch nur die bestimmten Bestechungsmarker. Ich kann nicht immer alles einfach so anzweifeln und sagen, es ist gelogen. Ja, außerdem, wenn der Stichel natürlich clever ist, ne, ab und zu, das ist eigentlich fast die stärkste Waffe vom Stichel, ist eigentlich die Wahrheit zu sagen. Ja. Weil du nämlich dadurch natürlich die Mitspieler dazu bringst, ihre Hüte dir zu geben, weil sie trotzdem anzweifeln. Und dann kannst du, aber der Punkt ist halt auch der, ne, das muss man auch immer sehen. So ein starkes Mittel, einen Hut von der Mitspieler zu haben, ist es dann auch wieder nicht, weil du kannst sie eigentlich nur zeitlich, du kannst sie eigentlich nur verzögern. Ja, genau, du kannst sie einfach nur verzögern, dann gibt es immer keine Antwort, dann müssen sie Geld bezahlen, haben sie kein Geld, müssen sie halt irgendwie erstmal Geld verdienen und dann machen sie es. Genau. Die wissen ja genau, in dem Moment, wo du natürlich den Hut einsetzt und ihnen die Aussage verweigerst, dann werden die, also nie bei diesem Spiel werden sie sagen, okay, dann will ich das halt nicht mitkriegen, dann gehe ich halt weg. Sondern die werden immer kommen und den Schläger rausholen, immer. Von daher ist einfach ich habe mir als Stichel sogar mal gewünscht, dass ich sogar vielleicht zweimal lügen darf, weil die Antworten machen, da stecken eigentlich auch die interessanten Geschichten drin, weil dann ist die Wahrheit sowas ganz einfach, sowas eher Plaines, aber die Lügengeschichten bauen sich fast noch aufeinander auf und man denkt, ich würde jetzt am liebsten ihr die erste Lüge zeigen, wenn er das anzweifelt, ihm die zweite Lüge zeigen, weil ein Schrittchen weitergeht und dann am Ende halt die Wahrheit ist so, ich kann dir da auch nicht weiterhelfen, aber das ist leider bei der zweiten Antwort ist dann leider einfach die Wahrheit gesagt und ich muss sagen, für mich ist es so, dass mir fällt da spontan nicht viel Besseres ein, weil es irgendwie so eben Detective oder auch die Exit Cosmos Sachen sind dann irgendwie oft Rätsel und hier ist es schon irgendwie eine Ermittlergeschichte. Ich habe ja auch das Gefühl, es ist irgendwie schon ein Spiel und nicht so frei mit Wikipedia, Googlen und allem drum und dran, was irgendwie wahnsinnig ausufernd ist, sondern es ist ein bisschen gestreamlighter. Ich habe trotzdem die Möglichkeit, den zu befragen nach diesen. Ich kann irgendwie Leute durchsuchen, Orte hingehen und erkunden. Und für mich ist es im Moment, würde ich fast sagen, die Crème de la Crème der Ermittler- und Detektivspiele. Also ich sag so, ich finde, es hat einfach ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal. Ja? Also ich finde halt, es ist wichtig, es gut einzuordnen. Und ich persönlich sage halt, mir ist dieses Straightforward-Ermitteln teilweise ein bisschen zu seicht. Also ich finde auch Stichel, also man darf mich da wirklich nicht falsch verstehen. Ich bin gern Stichel, ich spiele dieses Spiel wirklich super gerne. Aber mir ist klar, wenn ich zum Beispiel Stichel bin, ist es ein ganz ruhiger Abend. Das mache ich zum Beispiel super gern, wenn ich irgendwie einen langen Arbeitstag hatte und was weiß ich und sowieso nicht mehr so viel machen will. Dann spiele ich euch diesen Stichel kurz runter und lehne mich da zurück und freue mich, wenn ihr es geschafft habt. Wenn nicht, freue ich mich auch. Ja. So muss man das halt irgendwie sehen. Und auch als Ermittler. Ja, und hast trotzdem Spaß, wenn du uns in die Irre führst und denkst, auf jeden Fall. Ja. Und als Ermittler ist es halt so ein bisschen, ich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt relativ klar ist. Ich meine, der Punkt ist dann einfach, man muss letztlich halt nur, muss man nur diszipliniert sein. Ja, man muss diszipliniert alles nicht, also nicht alles, aber oft nicht glauben, weil es kommt einfach wirklich darauf an, einfach auch, selbst wenn du die richtige, es ist halt auch so, selbst wenn du die richtige Antwort kriegst und
dann das anzweifelst und deinen Hut verlierst, ist es trotzdem sehr wertvoll, weil du weißt, es war die richtige Antwort. Ja, es ist einfach so wertvoll. Und es ist halt einfach, und letztlich gegen Untersuchung des Ortes oder so Untersuchung der Verdächtigen kann der Schlüssel sowieso nichts machen. Also ich sage nur, es ist recht straightforward. Da fühle ich mich halt als Ermittler. Ich mag das auch gern. Ich finde es auch schön durch das tolle Material. Ich finde die Storys auch gut. Aber ich fühle mich ein bisschen unterfordert. Damit will ich einfach nur sagen, dieses Spiel würde ich tendenziell eher so bisschen in Richtung Familie einsortieren. Natürlich, der Stich, das ist kompliziert so ein bisschen, da muss ich die immer da reinlesen. Es ist Richtung Familie oder ich sag mal für alle, die eben jetzt auch Kennerspiele sind, es ist halt eher was für einen seichteren Abend, für einen gechillteren Abend, ja. Wo du eben nicht, ja, es ist nicht diese, also was wir uns bei Detective halt auch den Kopf zerbrochen haben, das hat uns aber halt natürlich auch Spaß gemacht, ja. Es ist halt relativ straightforward, es kommt halt auch drauf an, die Sachen irgendwie zu finden. Und es hat aber halt in dieser klaren Kausalität auch natürlich auch so ein paar, wie soll ich sagen, also ich habe auch einmal so einen Logikfehler entdeckt, wo das Spiel dann nicht mehr ganz so treu war zu sich selber. Ich will jetzt da nicht spoilern, aber da hatte ich halt einen Fall, wo dann im Prinzip eine Verdächtige eigentlich was wusste und als ich dann die Wahrheit wusste sie einfach was und hat dann aber in der wahren Antwort, die ich dann kontrolliert war, trotzdem so gesagt, nö, ich weiß es nicht so, ja. Nee, sie hat gesagt, ich weiß es, musst du selber rausfinden. Genau, ich weiß es, musst du selber rausfinden, ja, genau so in dem Sinn. Ja. Und dann war halt klar, okay, ich muss die Information irgendwie auf eine andere Art kriegen und da kann ich aber sagen, okay, eigentlich sagt die Anleitung, die sagen, wenn sie die Wahrheit sagen, sagen sie zumindest in ihrem Wissensstand alles, was sie wissen. Das wäre jetzt auch hier blöd gewesen. Also, ne, es wäre doof gewesen, ja, sozusagen, wenn sie da einfach gesagt hätte, was sie weiß. Ich sag nur, das hat natürlich auch so ein paar, ich will das gar nicht als krasse Kritik sehen. Ich sag nur, macht euch halt klar, es ist eher so ein bisschen einfach, also ich würde sagen, so von den Storys und meine ich gar nicht abwerten, es ist eher so ein bisschen mehr Groschenroman, ja, ja, aber unterhaltsam, ja? Ja, total unterhaltsam, super Material, kompetitiv, was echt Bock bringt, vor allem, weil ich halt auch sagen muss, um mal positiv zu sagen, es ist zwar kompetitiv, trotzdem finde ich, hat man als Ermittlerteam so ein bisschen das Gefühl, dass wir trotzdem irgendwie alle zusammenarbeiten. Ja, also ist eigentlich immer so, dass wir in der vorletzten Runde die Ergebnisse zusammengeschmissen haben, immer geguckt haben, was ist denn also jetzt so los? Also so würde ich das nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass am Schluss, man freut sich auch, wenn man gewonnen hat, aber ich sag mal, gerade gegen Ende fängt man dann doch an zu diskutieren, vor allem, man hat dann doch die gleichen Informationen, dann fängt man so ein bisschen, und man muss immer ganz ehrlich sagen, wenn man den Fall dann gelöst hat, dann kommt es dann halt oft letztlich einfach nur darauf an, wer zuerst dann entweder löst oder was findet oder, und ganz ehrlich, es ist dann eigentlich auch fast egal. Ich finde, am Schluss hast du nie das Gefühl, ja, ich habe jetzt verloren, als Ermittler meine ich, und als Stichel schon gleich gar nicht, weil als Stichel kannst du gar nicht verlieren, weil das Ding ist eigentlich, du kannst dich zwar so ein bisschen freuen, wenn die mal irgendwie fehlgeleitet sind, aber das sagt doch die Anleitung ganz klar, du hast schon eher so die Spielleiterrolle. Eigentlich musst du den Stichel so spielen, dass wenn du merkst, oh mein Gott, die verrennen sich komplett, dann bist du eigentlich auch als guter Spielleiter, hilfst du ihnen dann wieder so ein bisschen, ja? Oder weil du willst eigentlich, dass es zu einem guten Ende kommt. Aber es ist bisher auch tatsächlich nicht passiert, weil das Spiel dann schon so ist, dass man, also ich glaube, so komplett in eine falsche Richtung. Geht gar nicht. Ja, es gibt natürlich wie in jeder guten Ermittlung diese Dead Ends, aber das hat man dann auch nachher gecheckt, dass man bei dem oder dem Verdächtigen einfach sich die Zähne ausbeißt und dann lieber einen anderen befragt. Es gibt einfach auch nicht so viele Möglichkeiten. Nein, genau. Es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten. Also ich wie gesagt, das ist halt eben nicht Detective, wo man einfach sich komplett verausgaben kann und 4 Stunden lang die falschen Wikipedia-Artikel lesen kann, um dann zu merken, dass es doch was anderes war. Das passiert hier halt nicht. Aber ja, du hast recht. Ich würde auch sagen, das ist eher so das einfachere, gestreamlinete, wenn man wirklich diese komplette Ermittlernummer will, dann ja, Mythos Tales oder Detective sind dann irgendwie die anderen Sachen, die man sich angucken kann. Also aber wenn man halt eher für die gutes, genau, ein gutes Rätsel, eine gute Geschichte in, ja, wir haben immer so 1,5-2 Stunden gespielt, viel länger war es irgendwie nicht. Es geht auch nicht so lang. Ja. Super illustriert in dem richtigen Criminoir, LA Confidential Style ist es für mich wirklich eine tolle Geschichte, die Spaß macht. Und es sind auch 2 Erweiterungen schon angekündigt. Eine auf jeden Fall schon bei Pegasus, die 2. bin ich gar nicht sicher. Ich bin mir sicher, dass sie auch kommen wird. Und da kann man auch gespannt sein, wie das weitergeht. Sie werden, schätze ich, ja nicht einfacher werden. Und das wird dann noch eher auch komplizierter, interessanter werden. Also ja, aber ja, du hast recht. Es hat auch seine Tücken. Aber bisher ist es echt so ein Ding, wo ich sagen würde,
Das kann man echt, also wenn ich irgendwie finde, auf der Hütte mit der Freundin im Urlaub und drei Freunden ist mir Detective eine Nummer zu krass, weil es einfach zu ausufernd ist und weil man auf der Hütte vielleicht keinen Internetanschluss hat, ist das genau das Richtige. Das kann man spielen, zwei, drei Abende am Stück und kann trotzdem noch gut was essen vorher und hat nicht den ganzen Tag irgendwie. In diesem Sinne würde ich sagen, also City of Angels, ich finde, man kann es sich absolut angucken. Ich würde einfach sagen, die Hardcore-Ermittler, die wirklich hardcore rätseln wollen und die sich herausgefordert fühlen, die müssen vielleicht zumindest ein paar Abstriche machen, aber man hat einfach auch mal einen ruhigen Abend. Also alle, die können das trotzdem spielen. Ich spiele das auch gerne. Ne? Ich sag nur, man darf es halt nicht, dieses Kenner, finde ich, ist halt so ein bisschen, Kenner und ab 16 ist fast so ein bisschen irreführend. Das will ich eigentlich einfach nur sagen. Es ist eher leicht, es ist eher seicht, es ist wunderschön und funktioniert sehr gut und auch mit dem Stichel finde ich, ich persönlich lieb sowieso viel besser als so eine App, also da bin ich ganz dabei und das einzige Nachteil ist natürlich, du musst dann mindestens drei Personen sein, mindestens, sonst funktioniert es halt schlecht. Und damit funktioniert es aber doch auch gut, muss man sagen. Ja, funktioniert damit funktioniert es gut. Ich glaube, man kann das auch in der, also die Duell-Variante mit einem Ermittler und einem Stichel würde ich jetzt nicht unbedingt spielen, dann würde ich eher fast tatsächlich die kooperative Variante probieren, aber genau. Genau, also in dem Sinn, ein schönes Ding, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Sehr schönes Ding, genau. Und wir sagen natürlich danke fürs Unterstützen und so weiter und wünschen euch eine schöne Sommerzeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.